Wie viel Uhr haben wir jetzt? Es ist 7.10 Uhr. Ja, und wir sind richtig, richtig, richtig am Arsch. Weil in Deutschland ist jetzt Schlafenszeit. Ja, und wir konnten gar nicht mehr einschlafen gestern. Ich glaube, ich habe 2,5 Stunden geschlafen. Ich war irgendwie stündlich wach, habe mal auf die Uhr geguckt, so. Naja, aber gleich sehe ich aus, als wenn ich 2 Tage durchgeschlafen habe. Wartet ab. Das ist nämlich eine Künstlerin am Berg. Stay tuned. Habe ich zu viel versprochen? Ja, das ist jetzt aktuell mein Styling und mit dem legen wir jetzt auch los und fahren zum Shooting. Und in diesem Sinne sage ich auch, hallo meine Lieben, was geht ab Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, heute Bali Day One Shooting Tag und ich nehme euch exklusiv mit. Komm, komm. Wir sind bereit zum Shooten. Haare, Make-up sitzt, Outfit sitzt und meine Haut sitzt auch. Ja, ihr habt es bestimmt schon gesehen, es geht heute um den Body. Und um was genau, um welches Produkt genau, das werde ich euch nachher verraten. Sarah, wie läuft es jetzt? Hey, so heiß. Einfach. Was denkst du? Ja, bitte, es ist so heiß. Du siehst aber fabelhaft aus wie immer. Danke. We can pretend the time is still. Stay in the daydream, chase the thrill. Make up the way as we go. Live for the moment, lose control. It's a wrap! Was war das bitte für ein geiles Shooting? Und was waren das gerade bitte für wunderschöne Eindrücke? Also das Ergebnis, auf das freue ich mich schon ganz doll. Und ich muss jetzt auch nochmal dazu sagen, dass ich mich mega freue, hier in Bali zu sein. Und ihr habt es ja auch schon gesehen, ich habe ab und zu mal so das Produkt gezeigt. Das ist mein zweites Produkt zusammen mit Hello Body. Ich habe ja schon mal eins gemacht. Und zwar das hier, Sarah's Choice Eye Makeup Remover Öl. Und da haben wir auch schon so wunderschöne Bilder zusammen geshootet. Aber die waren im Studio, nicht in Bali. Und da dieses Produkt so gut bei euch angekommen ist, tüfteln wir schon seit einem halben Jahr oder schon sogar noch ein bisschen länger an dem zweiten Produkt. In diesem Sommer wird es gelauncht. Und zwar wird es ein Body Shimmering Summer Spray. Ich krieg's gar nicht raus, genau. Das sprüht man auf die Haut und es gibt einen wunderschönen Glow. Es darf in keiner Handtasche fehlen, in keinen Urlaub fehlen. Jedes Sonnenbad und einfach der Alltag, es wird einfach shiny. Schaut mal auf die Homepage vorbei. Ich verlinke euch unten in der Infobox und ich habe euch auch einen coolen Code organisiert. Und zwar mit Sarah Summer bekommt ihr 30% auf alles. Shooting Tag 1, wie gesagt, ist... Dann morgen geht's weiter. Ich werde die Kamera natürlich nochmal mitnehmen. Wir wechseln auch nochmal das Hotel. Ich werde euch nochmal das Hotelzimmer zeigen und nochmal alles, was so Aufregendes passiert. Genau, also ihr könnt euch auf ganz, ganz coolen Content freuen. Und wie gesagt, schaut unten in der Infobox vorbei. Mit Sarah Summer bekommt ihr 30% auf alles. Good morning.
Tag 2 und wir checken gerade aus und fahren gleich in unsere nächste Bleibe, in das nächste Hotel, wo dann auch Shooting Nummer 2 stattfinden wird. Ich werde euch gleich dann, wenn wir angekommen sind, das nächste Hotel zeigen. Ich habe schon gehört, es soll ziemlich geil sein. Wir sind angekommen im Alia, heißt es, gell? Alia. Oh mein Gott, da ist ein Affe. Hab ich ihn. Hey, wo bist du? Oh. Heute sind ja die anderen Influencer dran zum Shooten. Und Andi und ich lassen es uns gut gehen. Hier jetzt erstmal Ginger Tea. Und ich muss unbedingt zur Massage, damit alles wieder ausgeknetet wird, dann, damit ich morgen fit bin. Genau, und dann haben wir noch ein paar Sachen geplant, ne? Also, Andi hat hier die Tagesplanung übernommen. Ich glaube, wir gehen auf die Reisfelder. Ich muss die Kamera so halten, sonst ist das voll dunkel. Mhm. Reisfelder, Coffee Tasting, weil da gibt es so Kaffee, die irgendwelche. Wer ist das? Der Poop Coffee. Es gibt so ein Tier, die essen die Kaffeebohnen und kacken die wieder raus. Und dann schaut so ein Special Aroma dran und das ist so mega gehypt und voll teuer. Das probieren wir. Ich habe es auch probiert. Ich habe es überlebt. Kaka-Po-TM-Coffee. Okay. Ja. Poop Coffee. Genau so. Genau das? Ja. Yeah. Thank you. Oh. Ich bin ein neuer Mensch. Ich liebe es, so massiert zu werden. Echt, das hat so gut getan. Wirklich von Füße bis zur Haarspitze. Ja, und jetzt ist auch mein Zimmer ready. Das war ja auch der Sinn. Wir wollten jetzt nicht irgendwo rausgehen, wenn wir noch nicht im Zimmer eingecheckt waren und uns noch nicht irgendwie richten konnten. Da steht mein Haar ab. Ja, und jetzt habe ich mein Zimmer und es ist echt sehr, sehr süß. Also das ist mein Garten, weil hier ist die Eingangstüre, also hier hinten. Dann habe ich hier auch einen Balkon und hier seht ihr auch schon das Schlafzimmer. Sehr süß, oder? Genau, und hier ist das Badezimmer. Und hier das Highlight. Dusche und Badewanne draußen. Wir haben es geschafft, die Reisetruppe ist wieder unterwegs. Ich schaue immer schlimmer aus, von Minute zu Minute. Ich habe eigentlich gar kein Shooting, aber Rebecca konnte es nicht sein lassen. Nein. Anstatt sie sich richtet. Schau mich an, was ist das? Geht gar nicht. Aber bist du froh, dass wir jetzt noch den Blush drauf haben? Schau mal, wie es leuchtet. Schau mal, Rebecca hat mir die Haare gemacht. Und mein Make-up noch mal ein bisschen. Ja, und auf jeden Fall hat Andi ja so einen mega geilen Tipp. Das ist von Ubud. Ubud heißt es, gell? Eigentlich so ein Haupttipp, was man auf jeden Fall hier anschauen sollte. Wir sind jetzt auf der Reisplantage. Ich zeige das euch gleich alles. Und dann gibt es den Pups-Kaffee. Okay. Leute, hier ist der Coffee Maker. Ja, das ist der Coffee Maker. Coffee Makers. Das wird kalt, Lua. Die essen, glaube ich, den Kaffee und pupsen. Pupsen wollte ich jetzt sagen. Kacken, Scheißen ist so ein bisschen. Die kacken ihn aber raus, die pupsen ihn ja nicht raus. Ja, aber pupsen hört sich besser an für YouTube. Aber pupsen ist ja. Ja, wir wissen, okay. Alle wissen, was ich meine. So, das sind die gesäuberten, gepupsten Kaffeebohnen. Und die werden jetzt noch hier geröstet. Ich sag dir, das wird der beste Kaffee, den du je getrunken hast. So, next step wird der Kaffee gemahlen, ganz traditionell. Also alle Kaffeeliebhaber, die können gerade mit mir nachfühlen. Es ist einfach ein Paradies hier, es riecht so lecker. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your head. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Someone who can hold you.
So, hier werden wir jetzt unseren Kaffee genießen. Ne? Das ist alles Tee und das ist Coffee. Thank you so much. Das ist der Poops Coffee. Der Poops Coffee, den haben wir gleich dreimal geordert. Also, wir haben hier gerade komplett schon alles probiert und es ist irgendwie gerade so richtig friedlich und bis die Mücke da war. Bis die Mücke da war gerade. Hast du gehört? Ey, ich glaube, die hat man sogar an der Kamera gehört. So richtig friedlich. Wir sind die Einzigen, wo hier gerade sitzen und trinken hier Kaffee. Und ja, wir genießen das gerade richtig. Und übrigens, Statement zum Pups-Kaffee. Läuft. Toll. Ich bin für Kokosnusskaffee. Die Konsistenz ist super. Ist noch warm. Bisschen flüssig, ja. Funny. So, es wird Zeit, jemanden zu grüßen. Ne? Und zwar gehen heute ganz liebe Grüße an Valentina Engels. Ganz liebe Grüße von uns. Grüße an euch. Wenn du auch gegrüßt werden willst, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Guten Morgen. Ich habe gute Laune, bin aber trotzdem ziemlich im Arsch. Und ich muss mich jetzt ready machen, weil in einer Stunde muss ich zum Make-up und ich muss noch duschen. Und deswegen muss ich Frostbeule, weil hier morgen ist schon etwas kühl, das ist noch keine Saison in Bali, jetzt hier draußen duschen. Die zwei Sachen dürfen in keiner Dusche fehlen, die stehen bei mir auch immer drin. Das Kaffee Face Scrub Coco Pure, das müsst ihr echt mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht kennt. Und natürlich der Coco Fresh zum Gesicht waschen. Genau, das mache ich eigentlich immer unter der Dusche. Ich bin fresh und bereit fürs Shooting. Oh, so eine Dusche tut schon immer gut am Morgen. Heute werde ich wieder fabelhaft aussehen. Oh ja. Freu dich schon mal drauf. Heute haben wir eine ganz andere Shooting-Location wie letztes Mal. Heute geht es in den Dschungel und dementsprechend habe ich mir jetzt gerade noch kurz Turnschuhe angezogen. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Insektenspray. Man sagt, man wird aufgefressen. Beute kommt gleich in den Dschungel. Ja, die machen sich so warm, ey. Mhm. Mach den Mund zu, sobald es auf dem Mund hast, ist es richtig eklig. Fisch Sommer, dich? Bitte meine Haare an. Also man sieht wunderschön die Wave hier, aber man sieht, du bist leicht pitche, klatschnass. Pitche nass. Kann sein, dass die Luftfeuchtigkeit ungefähr 100% hier hat. Ich glaube, ja. 110. So, Shooting Location Nummer 2 für heute. Und ich glaube, das ist eins der geilsten Badezimmer, die ich jemals gesehen habe. Okay. Krass, oder? Hey, was schaut euch mal diese Badewanne an. Okay. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by. So, der letzte Tag in Bali und wir fahren nochmal zum Wasserfall, denn heute Abend geht unser Flieger und wir nehmen hier natürlich alles mit, was geht. Wir fahren auch schon eine Stunde
sind gerade alle eingepennt im Auto, weil es sehr, sehr früh ist. Aber ich glaube, die Fahrt und die Reise heute, die lohnt sich. Wir sind angekommen und es ist einfach wunderschön. Ich bin so fasziniert von der Natur hier. Ich halte hier die ganze Zeit an und die ganze Reisetruppe. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. Okay, dieses Schild macht mir Angst. Hier seht ihr schon den Wasserfall. Okay, hier ist matschig und rutschig. Aber der Wasserfall ist wunderschön. Wir sind zurück im Hotel und es war die Reise wert. Wir haben wunderschöne Bilder gemacht. Wir hatten einen richtig coolen Ausflug und er war echt anstrengend. Ich konnte auch nicht mehr so viel filmen. Wir sind so viel gelaufen. Auf der Kamera sieht es so einfach aus, aber es war echt hart. Ich bin gerade dabei, Koffer zu packen und war auch schon unter der Dusche. Für uns geht es jetzt gleich an Airport und zurück nach Hause. Ich muss hier noch ein ganz, ganz großes Danke an Hello Buddy aussprechen. Die Reise nach Bali hat sich gelohnt. Es war wunderschön. Die Zusammenarbeit macht so viel Spaß. Auch die Menschen, die hinter der Marke stecken, habe ich schon richtig ins Herz geschlossen. Wirklich super, super Team. Ja, und dann hoffe ich sehr, wirklich, ich hoffe es wirklich sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Denn ich saß stundenlang da dran für euch, für den Schnitt. Lasst auf jeden Fall für dieses Video ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder aus Deutschland mit mir zusammen und mit Domi zusammen. Ja, wird cool. Und ja, bis dann. Tschüss.